Hallöchen, heute seht ihr mich mal wieder hinter der Kamera. Ich zeige euch heute meinen Schminktisch und meine kleine Schminkesammlung. Ihr seht hier gerade meine ganze Schminke, Lidschatten, alles was ich so besitze. Meine Pinsel. Hier ladet noch mein Handy. Gehen wir wieder zurück. Hier ist noch eine Schmuckstände mit Schmuck dran. Ein Körbchen. Und dann gehen wir hier nochmal rum. Dort seht ihr meine Ohrringe und ein paar Bücher. Da habe ich meine Tribut von Panem Trilogie. Und hier noch ein paar Manga-Bücher und ein paar Schuhe, die ich jetzt zur Deko zu stehen habe. Und da hinten auch nochmal ein paar Schuhe und ein paar Feuchttücher, die einfach nur dazwischen geparkt sind. Das ist jetzt so ein kleiner Rundumblick auf meinen Schminktisch. Und genauer werden wir jetzt hier drüben anfangen. Da zeige ich euch, was ich dort alles habe. Fangen wir gleich ganz außen an. Das sind hier meine ganzen Pinsel, die ich habe. Ich habe nicht allzu viele. Es hält sich wirklich das ganz. Das ist ein Make-up-Pinsel von Lady B. Hat mir bei Basler mal bestellt gehabt. Benutze ich relativ selten. Dann habe ich hier mehrere Lidschattenpinsel. Das habe ich mal als Concealerpinsel verwendet, aber nehme ich jetzt auch als Lidschattenpinsel. Was haben wir noch? So ein paar andere. Ja, die benutze ich sehr, 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 sehr selten. Nehme ich eher zum Setten von Concealer unter den Augen, weil die schön klein sind. Ist auch nochmal so ein kleiner Lidschattenpinsel. Benutze ich auch relativ selten hier, das Bürstchen. Da mein Mascara eigentlich so relativ gut ist, nehme ich eigentlich sehr selten. Meine ganz normalen Pinsel, die ich wirklich immer verwende, das sind die hier von Essence. Das ist schon ganz schön dreckig. Das sind halt die von Essence, mein Puderpinsel und mein Rougepinsel. Ja, das sind so meine Pinsel, die ich besitze. Es gibt sicherlich welche, die mehr haben, aber für mich reicht, gebe ich ganz ehrlich zu. So, jetzt nehmen wir uns hier mal hinten meinen kleinen Kasten zum Vorschein. Gucken wir mal, ich nehme mal ein bisschen was beiseite hier. So, hier vorne habe ich, wir können es auch mal ausholen, hier vorne habe ich ein paar kleine Spangen, die ich nicht so wirklich verwende. Da das, kann man das erkennen, ja, vorwiegend blonde Spangen sind, lilane Spangen, braun mit Glitzer, das sind die, die ich nicht unbedingt verwende, die eigentlich mehr so für Isabelle gedacht sind, hier noch ein paar lilane mit zwischen. Hier sind eher Isabelles Spangen drin, deshalb liegen die in Extrafach und hier habe ich noch meine zwei Creme-Lidschatten. Das hier ist einer von Essence, das ist so ein bräunlicher Landenbaby in der 02. Genau, den. Und das ist einer von Maybelline. Das ist, wartet mal. Da, Black Pink Diamond. Der hat so ein paar. Kann ich euch mal zeigen. Man kann es leider nicht so gut erkennen. Er hat so leichte pinke Pigmente drin. Doch, jetzt so ganz, ja, ganz minimal. Naja, kann es leider nicht so gut erkennen. Dann habe ich hier noch so ein paar andere für den Lidschatten zum Auftragen und ein Anspitzer noch hier drin. Dann habe ich dazwischen habe ich ein paar kleine Nagelscheren, die hier so dazwischen sind. Die brauche ich jetzt nächste Woche Samstag, wenn ich auf eine Hochzeit gehe, damit ich das große Herz ausschneiden kann. Ah, das wird lustig. Dann habe ich hier meine kleinen Spangen. Das sind meine ganzen schwarzen Bobbypins, die ich alle für mich nehme. Dann meine Blumen, die ihr auch schon einmal öfters bei mir sich in den Haaren gesehen habt. Wie einmal die Rosen und diese Grünen hier oder Türkis. Davon ist bloß die eine jetzt drin. Irgendwo muss noch eine zweite davon sein. Ich pack mal die Scheren aus. So. Dann hier vorne habe ich meine Concealer. Das ist einmal hier einer von Alverde. Alverde Naturkosmetik. In der Farbe 02 Beige Camouflage. Ja, werde ich sicherlich mehr im Aufgebraucht-Video zu erzählen. Ich finde ihn jetzt nicht so toll. Er ist auch fast leer, wird noch aufbrauchen.
Dann habe ich hier einen von Catrice, ein Camouflage Creme. Das sind beides die gleichen. Einer ist schon leer, andere ist noch voll. Das ist einmal die 01 Ivory. Genau. Nee, 010. Sorry. 010 Ivory. Na, machst du scharf? Genau. Und dann habe ich den ganzen nochmal in einem Ton dunkler. Das müsste die, genau, 020 Light Beige. So, hier vorne habe ich mein Make-up-Eye von Maybelline. Das ist jetzt etwas sehr dreckig, ich habe es noch nicht ganz sauber gemacht. Dann haben wir hier einen Perfect Face Primer von P2. Finde ich jetzt nicht so toll. Habe ich nur einmal verwendet, kann ich wirklich viel zu sagen. Finde ich gut, wirklich berauschend. Dann habe ich hier von Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder, Dark Skin, habe ich in dunkleren genommen, da ich mit diesem Puder mein Gesicht immer konturiere. Hat wirklich immer einen sehr schönen Braunton. So. Okay. Dann habe ich hier Hello Autumn von einer LE von Essence, das ist schon etwas älter. In der Farbe 01 Autumn and the City. Den nehme ich zum, ja, ab und zu nehme ich ihn als Rouge, aber größtenteils nehme ich ihn als Highlighter. Und das ist halt wirklich in so einem wunderschönen Braunton und Beige-Ton. Es glitzert auch sehr leicht. Ich komme ein Stück ran noch. Ob man es erkennen kann? Ja, nicht wirklich, leider. Aber es glitzert und ich nehme es immer sehr gerne zum Highlighten. Dann ist noch ein ganz alter Sun Kisses. Von Max Factor. Der ist richtig, richtig, richtig alt. Das ist so ein Gold. Ja, nehme ich am meisten im Sommer für Arme und Dekolleté, wenn es ein bisschen schöner glänzen soll. Habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr genommen, gehe ich ganz ehrlich zu. Jo. Dann habe ich hier ein ganz tolles Puder von Benny Dura. Das ist so ein 2-in-1 Kompaktpuder. Man kann das mit einem Pinsel auftragen. Dann wird es etwas durchsichtig, also nicht zu deckend. Oder man trägt es halt mit dem Schämchen hier unten drauf und leicht nass. Und dann kann man das halt sehr schön deckend auftragen. Habe ich mir bei mir auf Arbeit mitbestellt. Und ich bin sehr begeistert davon, wenn man auch mal etwas mehr abdecken möchte. Das ist sehr gut. Dann habe ich hier von P2 Nurly Nude Compact Powder. Anti-Shine in der Farbe 010 Nude Feature. Oh, Schämmchen davor. Subi. So, das ist auch ein sehr heller Ton. Und wie zeigt die Kamera nicht ganz so die Farbe? Ich glaube, es liegt an meinem Licht hinter mir. Naja, gut. Es ist halt wirklich ein sehr heller Ton. Den nehme ich jetzt immer mal so für zu Hause. Und da ja meine Chefin, wie ihr ja schon mitbekommen habt, sehr deckendes Make-up gerne haben möchte, nehme ich immer dieses Benny Dura und ansonsten nehme ich dieses Nouvelle Nude, was für mich völlig ausreicht. Das ist auch ein ganz altes von Maybelline. Dream Matte Powder ist schon sehr kaputt, sehr alt. Ist, glaube ich, das hellste, was es damals gab. Ich kann gar nicht sagen, ob es überhaupt noch gibt. Das war, ach so, 02 Rose Ivory. Oder Ivory. Ja, ich finde es halt sehr schön, es ist halt ein sehr heller Ton, wenn man wirklich was Helles sucht, ist es echt supi. Dann hier meine zwei Rouge, die ich noch besitze, ist beides das gleiche. Das eine ist schon kaputt, wie man sehen kann. Und das andere ist jetzt noch ganz, das nehme ich jetzt. Und das hier ist auf Reserve, was zu Hause jetzt noch liegen bleibt und das nehme ich auch immer wieder mit. So, hier hinten seht ihr ein paar, als erstes habe ich ein paar Pinsel, die ich auf Reserve habe, die ich immer mit für unterwegs nehme. Das sind welche von L'Oreal. Das ist einmal ein Puderpinsel, genau, ein Puderpinsel und zwei Lidschattenpinsel. Die nehme ich immer mit, wenn ich mal unterwegs bin. Die haben bei DM 1,95 gekostet und für unterwegs sind die echt super. Hier habe ich auch nochmal so ein kleines Pinselset auch für unterwegs, wo ich Lidschattenpinsel habe in mehreren Ausführung, wo ich wirklich immer umstecken kann, welche ich gerade benötige. Ist für unterwegs echt praktisch. Echt sehr zu empfehlen. Dann kommen wir hier zu meinen ganzen Lipgloss. Lipgloss und Lippenstifte. Ich nehme das mal auf. Ich nehme das mal wieder nach hinten. So, da haben wir hier als erstes
von Essence Glossy Lip Balm mit Raspberry Geschmack und Duft. Dann hier, ja, Stay With Me Long Lashes Lip Gloss. Der ist richtig geil, ich liebe den. Ich habe nur noch in einer anderen Farbe, genau, hier ist er. Ich habe den hier einmal in der Farbe I Like Cotton Candy, die 05 und die 02, My Favorite Milkshake. Und ihr seht den Favorite Milkshake, der ist schon richtig leer. Der andere ist noch ein bisschen mehr drin und ich liebe diese beiden. Vor allem den hier unten, den trage ich total gerne. Aber den gibt es leider nicht mehr. Die haben sie aus dem Sortiment genommen, was ich echt sehr, sehr traurig finde. Dann habe ich einen von Cien, Berry Cocktail. Das ist auch so ein Limited Edition gewesen von Lidl. Eigentlich noch einen zweiten, der ist, glaube ich, in meiner Handtasche drin. Das ist ein roter jetzt hier und in meiner Handtasche habe ich noch einen ganz hellen drin. Ja, hier ein Lippenstift von Essence in der Farbe 02. Ich kaufe mir immer Lippenstifte in der 02, komischerweise von Essence. Die haben jedes Mal eine andere Farbe. Ihr werdet das gleich feststellen. Der hat hier so ein... Ja, das ist hier so ein richtig schöner... Ja, so ein schöner rosa Ton. Metallic. Ich finde den wirklich echt cool. Ich lasse den mal draußen. Und dann habe ich hier nochmal. Es ist beides 02. Es ist beides Essence. Es ist beides Sparkly Romance. Und wie man an der Verpackung schon sehen kann, es sind beides unterschiedliche Farbtöne. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt oder nicht liegt. Ich schraube die auch mal raus. Dann kann man das auch nochmal erkennen, dass die beide wirklich komplett anderen Farbton haben. Es ist aber wirklich der gleiche Lippenstift. Das ist immer der 02. Und das hier ist, ich mache den alten mal noch dazu, ist alles die 02 von Essence. Kann Essence bitte mal bei dem gleichen Farbton bleiben, wenn ich mir einen Lippenstift mal ausgesucht habe? Ich komme, wie gesagt, immer wieder zu der 02 zurück. Ich weiß nicht warum, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich liebe die 02, komischerweise von Essence. Dann habe ich hier noch einen, der 31, ist ein sehr dunkler. Ja, Tino hat, ich zeige euch das mal, Tino hat damit rumgespielt. Hochgedreht und ja, es sieht schon sehr matschig aus. Und dann habe ich hier noch so einen ganz alten... Da sieht man auch schon, so sieht so leicht lila dunkel aus, aber so dunkel ist der gar nicht. Aber ich glaube, den kann ich langsam mal wegschmeißen, auch von Essence. Und wen überrascht es? Es ist die 02 Sparkling Romance. Ja, was sagt uns das? Es ist immer wieder die 02 und immer wieder der gleiche und es ist immer wieder ein anderer Farbton. So, ich habe noch mehr. Das waren jetzt noch nicht alle. Und zwar von Astor, diese Lip Butter, habe ich in drei verschiedenen. Fragt mich aber bitte nicht mehr, welche ist, weil die etwas abgegriffen sind. Doch hier kann ich es euch noch sagen. Das ist hier 014 Amazing Chic. Tino auch mit rumgeschmiert, wie man sehen kann. Wunderbar. Es sieht aber auf den Lippen nicht so dunkel aus wie hier. Dann einmal die 02 ist das, glaube ich. Hug Me. Fährmann hat, ich glaube, die 02, 08. Ich weiß nicht mehr so. Weil das ist Hug Me. Und das ist wirklich auch ein sehr schöner. Den nehme ich auch ganz oft auch in meinen Videos. Und dann haben wir noch, ich glaube, Camely. Ich weiß es echt nicht, Leute. Ich kann es auch nicht mehr lesen. Ich werde sicherlich unten drunter noch schreiben, denn ich habe mir das mal aufgeschrieben, das ist die 07. Ich habe mir das aufgeschrieben, ich werde sich unten drunter auf alle Fälle die Farben nochmal einblenden. Das ist ein sehr natürlicher Ton hier. Auch sehr schön. Ne? Ja. Ja, dann haben wir hier noch einen ganz alten von Catrice, einen Lip Liner mit einer Spitze vorne. Einen Lippenkonturenstift, der irgendwie falsch drin liegt. Dürfen wir da hinten wieder rein. Und einen Lipgloss in XXL in Rot, der aber allerdings nicht ganz so dunkel ist, wie man das hier erkennen kann. Farbe, ja, weiß ich nicht mehr. Steht nicht mehr irgendwo was dran. Sorry. So, nach den Lippenstiften kommen jetzt hier meine ganzen Grundierungen, die ich habe. Das sind etliche.
sind auch noch ein paar Concealer dazwischen. Ich fange am besten mit den beiden mal hier an. Das sind welche von Manhattan. So, Manhattan Easy Match Make-up. Ich muss sagen, die sind richtig gut. Dann habe ich hier einen von LR. Colors, ja, ist ein ölfreies Make-up. Genau, Öl-Free Make-up Moisturizer. In der Farbe, ja, 4, da. 4, aber wie die Farbe genau heißt, kann ich euch echt nicht sagen. Ist auch mit so einem Pumpspender. Ist, ich muss sagen, ein sehr schönes Make-up, deckt allerdings nicht so schön. Aber meine Pickel, die ich habe, deckt es nicht ab, aber Rötung deckt es wirklich gut ab. Nur es ist mir leider zu dunkel. Ja gut, kann man leider nicht so. Aber es ist leider zu dunkel. Deshalb muss ich mir das nochmal etwas heller holen. Dann habe ich hier dieses Early Nude Make-up. Ich randaliere mal wieder. Ein Early Nude Make-up von P2 in der Farbe 010. Ich glaube auch Ivory. Ist Anti-Shine-Make-up, variable Deckkraft. Ja, zu dunkel. Definitiv zu dunkel für mich. Es ist einfach echt, ich kann es euch mal zeigen. Hier, da seht ihr das vor allem schon auf meinem Handrücken auch mit. Es ist definitiv zu dunkel. Wenn ich es nochmal verteile, sieht man schon mal von meinem Handrücken. Das ist, ja, ist leider zu dunkel. Dann geht's weiter mit der Garnier BB Cream. Miracle Skin Perfection. Fettige und Mischhaut. Und in dem hellsten, was es wirklich gibt. Und ich sage, es ist wirklich gut. Vom hell, okay. Also, wenn ich es nicht zu dick auftrage, geht's von der Helligkeit her. Aber ansonsten könnte es auch schon wieder etwas zu dunkel für mich werden. Aber ansonsten ist die wirklich echt zu empfehlen. Dann habe ich hier noch eine von Manhattan Powder Matte Make-up. Sehr schön, sehr, sehr tolle Deckkraft und wirklich ein mattes Finish. Echt auch super zu empfehlen, trage ich auch sehr gerne, allerdings nicht gerne im... Ja, im Winter ist sie eigentlich schon schön, da die vor der Kälte schützt, aber die Farbe ist im Winter nicht meine, denn Sand ist da das hellste, was es davon gibt. Das ist, glaube ich, die 0... Warte mal. Das ist die 80 Sand. Und das ist leider auch wieder zu dunkel. Zumindest fürs Gesicht geht es, aber da mein Hals aber heller ist als mein Gesicht, sieht man dann extrem den Unterschied. Dann habe ich noch ein Primer in Grün. Anti-Red Base von Catrice. Ja, habe ich schon eine ganze Weile, habe ich noch nicht wirklich so viel genommen, da ja der Grünton nicht so wirklich schön ist. Ich kann es euch mal zeigen. Er ist halt doch relativ, ja, kühl. Nicht so wirklich sehr dolle deckend. Es gibt auf alle Fälle bessere, aber die kosten aber auch dementsprechend. Der ist halt nicht ganz, und der glitzert so ganz leicht, ob man das erkennen kann. Nee, ich glaube nicht so wirklich. Vertreib's mal ein bisschen. Ja, so ganz leicht. Jetzt kann man es erkennen, es schimmert so ganz leicht. Und das muss man halt auch wirklich mögen, dieses Geschimmere. Diesen Schimmer muss man wirklich mögen. Geschimmere, ich habe heute was drauf. Dann habe ich hier noch ein paar Concealer. Den habe ich hier schon eine ganze Weile. Den gibt es sogar noch. Habe ich mal geguckt, den gibt es noch. Das ist von Manhattan. Der Waking Up Concealer. In der Farbe 1. Und der ist wirklich gut. Das heißt gut, also ich nehme den wirklich sehr gerne. Auch ein bisschen mit zum Highlighten vom Gesicht noch mit. Der hat so einen Pinselapplikator, ist sehr schön cremig. Und lässt sich wirklich sehr gut verteilen. Und hat so leichte, lichtreflektierende Pigmente. Also der ist wirklich sehr gut. Welcher auch sehr gut ist, ist dieser hier von Catrice. Liquid Camouflage. Der ist richtig, richtig, richtig geil, sage ich euch. Also, ich mache mal so, damit ihr ein bisschen erkennen könnt. Genau. High Coverage Concealer.
waterproof, auch in der Farbe 010 Porzellan. Und mit dem, ich habe den aufgetragen, auf wirklich die Rundstelle in meinem Gesicht, habe Sport getrieben und er ist wirklich da geblieben, wo er hingehört. Sogar ohne, ich sag's euch, ohne ihn zu setten, weil ich keinen Puder zur Hand hatte, habe ich ihn nicht gesettet. Und ich verteile den mal hier. Wie ihr seht, sind meine blauen Äderchen. Ja. Ne? Ja gut, das ist ein bisschen hell jetzt, ne? Aber was soll ich, also, ja, okay, man kann es leider nicht so schön erkennen, aber der ist richtig, richtig, richtig geil. Ja, okay, jetzt habe ich ein besseres Licht. Ja, hier war er jetzt gerade. Und hier ist er halt vorher und hier kann man schon hinterher erkennen, dass doch die Äderchen wirklich etwas weg sind. Also der ist wirklich richtig gut. Er bleibt auch unter den Augen, da wo er hingehört, verrutscht nicht. Egal, ob ihr vergesst, ihn zu setten oder nicht. Er ist echt Bombe. Na, ich nehme ein paar ältere. Ja, ältere. Und die liegen auch schon eine ganze Weile hier. Das ist auch von Manhattan ein Coverstick. Nämlich ganz selten in einer relativ dunklen Farbe. Was heißt dunkle Farbe? Für mich dunkle Farbe in 2. Salbe. Und der hier, ja, keine Ahnung, ja, 01, eine ganz helle Farbe, wo ich den her habe. Ich glaube, den habe ich mal von, tja, McGuides, glaube ich, gekauft. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Das war auf alle Fälle eine ganz helle Farbe. Und ja, nehme ich halt sehr, sehr selten. Die beiden könnt ihr fast mal wegschmeißen, aber okay. Man macht es halt einfach nicht. Jetzt schnell alles gerade wieder einsortiert. Jetzt gehen wir hier drüben zur Stirnseite. Ich drehe es mal wieder rum, damit ihr das besser erkennen könnt. So, fangen wir mal hier drüben an. Hier hängen auf alle Fälle erstmal meine ganzen, das heißt ganzen meine Mascaras, die ich momentan benutze. Das ist einmal ja, diese hier von Essence, Lash Princess. Die macht richtig geile Wimpern, also die kommt an meine teure Mascara, die ich sonst immer verwende, wirklich sehr gut ran. Sonst habe ich immer diese hier, Wellman Lashes Excess Noir. Ich muss sagen, die beiden kommen sehr gut aneinander ran. Obwohl die hier bedeutend teurer ist als die hier, aber trotzdem, ich liebe trotzdem diese hier. Und wenn die wieder angeboten ist, werde ich mir die definitiv wieder nachkaufen. Und momentan habe ich jetzt die als Ausweichmöglichkeit, da die hier wirklich alle ist. Deshalb liegt die auch hier drüben mit. Weil das drüben sind so quasi ausrangierte Mascaras, die ich nicht so viel benutze wie diese hier. Offen wollen wir welches Top Coat Glitzerpartikel. Nämlich sehr, relativ sehr selten. Dann hier von L'Oreal. Lash Architect ist auch so gut wie alle. Nehme ich höchstens mal zum Drüberbürsten, wenn dann doch in einem Mascara zu viel Mascara dran war. Und das Bürstchen drüberbürsten. Und dann habe ich noch diesen hier, der auch leider nicht mehr im Sortiment ist. Dieser High Heel Volume Mascara von Maybelline. Den fand ich auch richtig gut. Ich liebe dieses Bürstchen, was ich auch sehr oft einfach mit einem günstigen Mascara kombiniere, also den Mascara nehme und von dem ihr halt das Bürstchen verwende. Ich habe mir jetzt wieder noch ein anderes Mascara geholt gehabt von Catrice. Diesen Glamour Doll hat ein kleines Bürstchen, bin ich nicht so begeistert von, obwohl es irgendwo ein Bürstchen ist. Aber ich muss sagen, ich bin nicht begeistert. Der macht keine schönen Wimpern, die Wimpern sind relativ klein, sage ich mal. Also nicht so klein, nicht wirklich lang. So, dann haben wir hinter dem Gläschen hier noch ein paar Lidschatten und auch Mascara. Das hier ist ein Eye Pencil Lidschatten, den man auch als Kajal verwenden kann, in einem Braunton von Essence. Genau, Pencil and Eyeshadow. Dann von von Maybelline, Color Express. Hat hier so eine Kugel hinten. Und vorne ist auch so ein kleines Schwämmchen dran. Damit kann man sehr gut auftragen. Ist eigentlich so eine, ja, so eine pinke Farbe. Nehme ich auch ab und zu mal, wenn ich halt auch ein bisschen was Dunkleres als Mascara haben möchte. Lidschatten haben möchte.
Dann habe ich mir hier aus der LE von P2 Beauty Safari eine Mascara besorgt. Ob sie noch gibt, kann ich euch nicht sagen. Mascara und Eyeliner in Pink. Also richtig, richtig, richtig geil. Mascara nehme ich, glaube ich, eher relativ selten. Aber hinten, wenn ich nämlich hier oben aufschraube, kommt nämlich ein Eyeliner zum Vorschein. Und habe ich schon mal aufgetragen. Sah richtig cool aus, wenn die Wimpern richtig schön getuscht sind. Im schwarzen Lidstrich drunter, in diesem pinken drüber, sieht richtig genial aus. Also mich ärgert, dass ich den blauen nicht noch mitgenommen habe. Hier haben wir meine ganzen Kajalstifte, Eyeliner, alles, was das Herz begehrt. In sehr vielen. Ich glaube, die alle zeigen, das dauert, glaube ich, wieder mal ewig. Ja, sehr viele von Essence. Hier sind beide von Essence. Das ist so ein doppelter. Dann habe ich hier so einen in Gold. Dann meinen ganz normalen schwarzen, der leider schon fast alle ist. Dann so ein Liquid. Den gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Das war so richtig permanent. So ein wasserfesten, wischfest. Der ist auch von Manhattan gewesen. Ich glaube, den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Glaube ich. Dann hier auch ein von Essence Long Lasting Eye Pencil. So ein Beigen haben wir hier. Dann einen habe ich gleich nochmal in Pink. Einen braunen von Rimmel. Gibt es die Form eigentlich noch nicht? Ich glaube nicht, oder? Rimmel gibt es da gar nicht mehr. Das ist ein brauner. Der war mal zu einer Mascara dazu. Den habe ich auch schon keine Ahnung wie viele Jahre. Und der Farbe 010 bei Brown, mein Finger ist leider davor. So. Dann noch einen schwarzen von Essence auch zum Rausdrehen. Einen goldenen von Catrice. Auf Kopf, sehr schön. Von Catrice habe ich, glaube ich, noch ein oder zweimal benutzt bis jetzt. Und dann wieder von Essence einen doppelten in der Farbe, ich glaube, Coffee and Cream. Genau, Coffee and Cream. In so einem Braunton und in so einem hautfarbenen Roséton. Dann habe ich nochmal einen doppelten in Schwarz und Weiß. Ups, so, Schwarz und Weiß. Und dann habe ich noch zwei von Essence. Einmal, dies hier, das ist ein Browner, das ist, glaube ich, der heißt, glaube ich, Teddy. Das ist ein Browner, Teddy, dann einen lilanen, kann man nicht wirklich erkennen, leider, einen lilanen Drama Queen. Und einen so einen blau-silbernen, der heißt Rockstar. Genau, Rockstar. Das waren meine ganzen Kajals, die ich besitze. Dann gehen wir weiter zum Augenbrauen. Da habe ich mehrere Augenbrauenstifte. Da habe ich hier einen von Essence, Augenbrauen Designer. Der ist ein bisschen dunkler. Den, wenn ich etwas dramatischer haben will, benutze ich den. Wenn ich etwas natürlicher haben möchte, lieber diesen hier von Catrice, etwas heller. Das ist die Farbe da 031 Charming Brunette. Haben beide so ein Bürstchen mit dran. Wirklich sehr schön. Und von Essence mein Augenbrauengel. Ist dann so ein Mascara, ist das, aber steht Lash and Brow. Und das ist mein Gel-Mascara, aber ich benutze den für meinen Augenbrauen. Durch meine Stifte ist der schon etwas farbig geworden, aber ansonsten nehme ich den echt gerne und da kann ich meine Augenbrauen echt super mit in Form bringen. Es ist echt super, so einen da zu haben. Wenn der alle ist, werde ich mir sicherlich einen farbigen zulegen. Weil ich habe so viele Stifte, habe ich mir erstmal einen transparenten zugelegt. Kommen wir jetzt zum letzten Glas, was hier noch ist. Das heißt, meine so Lip Liner und sonstiges würde ich es mal bezeichnen. Hier ist einmal so ein kleines Bürstchen drin, was ich für meinen Wimpern Extensions noch hatte, die ich eine Zeit lang drin hatte. Dann einen Eyeliner Pinsel von Maybelline, der zu Lidschatten dazu war. Und einen Highlighter von Catrice. Made to Stay Highlighter Pen in der Farbe da oben 010
I like, okay. Ansonsten sind hier nur noch Lip Liner drin. Einmal einen von Essence in der Farbe 06 Setting Maive. Das ist ja so ein lila Ton eigentlich, würde ich eher schon sagen. Lila Rotton, irgendwie sowas. Dann habe ich hier einen von Catrice. Das ist, glaube ich, schon aus dem Sortiment. Everlash in Glover Rosewood. Genau, in der 030 Rosewood. Das ist auch ein sehr dunkler, also ein Rot-Braun-Ton. Trage ich auch sehr gerne. Den trage ich sehr, sehr selten. Hier seht ihr, es ist ein ganz dunkles Rot. Und zwar ist der von Rivali Loop in der Farbe 08 Cherry. Ist halt wirklich echt sehr dunkel. So, das ist noch einer von, ein ganz alter von Astor. Ich glaube, den gibt es auch schon gar nicht mehr in der Farbe 019 Blossom. Hat, ja, so einen relativ natürlichen Ton, so ein leicht altrosa. Sieht immer auf Lippen sehr schön aus. Ansonsten habe ich in meiner Kiste hier nur noch ein paar falsche Wimpern von Essence. Wimpernmix. Den Wimpernkleber haben die leider aus dem Sortiment genommen, der eigentlich richtig gut war. Der hier drin ist, kann ich nichts wirklich zu sagen, habe ich nicht groß ausprobiert, den Wimpernkleber. So, das war jetzt hier mein Kästchen. So, Kästchen wieder hinten. Jetzt schwenken wir weiter rüber zu meinen Lidschatten. Wir ziehen uns die mal ran. Hier sind wir mal da oben. Nehmen uns zuerst mal diese hier vor. So, heute bin ich mal mit richtiger Kamera. Deshalb ist etwas anders mit Stativ und allem drum und dran. Richtige Kamera habe ich das, Gott sei Dank. Da haben wir hier einmal einen Color Tattoo Lidschatten von Maybelline in der Farbe Pink Gold. Schreibe ich auch mal auf. Nehme ich auch immer sehr gerne. Das werden meine Augen richtig schön strahlen. Dann habe ich hier ein Eye Sorbet von Essence in der Farbe 04 Illumination Plump. Ist halt so ein schöner, ja, lila, na, also ein lila Rosé-Ton. Natürlich noch viel schöner. Auf den Augen mehr so ein Weiß-Rosé, muss ich ehrlich sagen. Dann von Essence einen 3D-Lidschatten. Rosa und so einen Braunton. Das ist die Farbe 03. Receptible Shock Cupcake. Dann noch einen 3D-Lidschatten. So ein Grau und so einen Cremeton. Das ist die Farbe Irresistible Vollmond Flush. Ja, Englisch ist nicht ganz meine Stärke. Die 07. Also bitte nicht wirklich drüber lachen. Dann habe ich hier von Catrice Intensiv Eye Wet and Dry Eyeshadow. Ist halt eher so ein ganz heller Gold-Cremeton in der Farbe 050 Lunch at Tiffany's. Dann habe ich den ganzen nochmal in einem Schwarz. Genau. Intensive Eye Wet and Dry. Kann man es aber besser erkennen, wenn ich nicht so oft benutzt habe, relativ selten benutze. Er hat zum Ausschattieren. Er ist auch so ein Schwarz mit so Glitzerpigmenten drin. Und das hier ist die Farbe 010 Black or White Swan. Dann haben wir eine, wieder aus einer LE, Welcome to Miami Essence, einen ganz weißen, den ich mal geschenkt bekommen. Ja, den ich mal geschenkt bekommen. Ja, der Palmenaufdruck kann man sogar noch etwas erkennen, das ist so ein weißer, iridisierender Lidschatten, die Farbe 01 Summer in the City. Und einen von Rivali Loop, einen braun und einen cremefarbenen. Glitzern auch so ganz leicht. Ist auf dem aufgetragen viel, viel heller, als wenn man den Braunton jetzt hier sieht. Und zwar, das ist die Farbe 010 Mokka Beige. Das war meine erste Palette an Lidschatten.
Jetzt kommen wir zur zweiten. Ich habe sehr viel Essence-Lidschatten, wie ihr schon sehen könnt. Als erstes nehmen wir hier die Catrice Smoky Eye Palette. Genau, 030 Smoky Eye Set. Finde ich, muss ich sagen, richtig gut. Von den Farben her, die sind natürlich relativ hell, die Farben. Das sind hier so ein Beige, ein Grauton und ein Schwarzen zum Schattieren. Das hier ist ein Eyeliner mit einem wunderbar kleinen, zarten Bürste. Ihr seht, das ist sehr schmal. Damit kann man wirklich sehr schön präzise Linien ziehen. Und ich muss sagen, auch dieser Eyeliner ist sehr cremig und wirklich sehr, sehr gut handzuhaben. Ist echt sehr zu empfehlen. Kostet, ich glaube, 4 Euro noch was kam der, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere. Ungefähr so oder 3 Euro noch was. Müsst ihr mal schauen. Gibt es noch einen Braunton? Aber wie gesagt, der Eyeliner hier, der ist richtig, richtig super. Dann kommen wir zu einem etwas älteren Lidschatten von Essence. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und zwar in der Farbe 07 Girls Night Out. Ich glaube, den ist schon längst aus dem Sortiment rausgenommen. Den habe ich auch schon mehrere Jahre. Das ist ein rosa und so ein, ja, so ein Fliederton. Ist kein rosa, eher ein Fliederton und ein dunkles Plump. Ja, jetzt kann man es gut erkennen. Genau, so in etwa sehen die Farben aus. Und die sind auch sehr immer schön auftragen. Das Webmuster, was so mal war, kann man auch so minimal erkennen. Wurde sehr viel genommen und trotzdem muss ich sagen, nicht wirklich leer. Also wirklich Respekt an Essence. Dann haben wir hier Metal Glam. Davon habe ich einige von diesen Metal Glam Lidschatten. Da ich die richtig toll finde, gibt es aber glaube ich auch schon nicht mehr. Wie immer, sage ich mal dazu. Typisch Essence. Oder allgemein Sachen, die wir toll finden, werden immer aus dem Sortiment genommen. Das ist einmal hier so ein Lila. Ja, hier ist noch unberührt. Hier mitten habe ich schon genommen. Da kann man eher sehen, dass es eher so ein Schimmer ist und da doch eher so ein, ja, lila Brombeerton ist. Und das ist hier die Farbe 19 Sparkling Orchis. Macht auf den Augen wirklich eher in so einem Brombeerton als in lila Ton. Dann der hier, der leider schon sehr mitgenommen ist, der mir runtergefallen ist. Das hier ist die Farbe 02 Coffee to Glow. Und der sieht auch auf den Augen richtig, richtig, richtig schön aus. Hier könnt ihr eher so ein Gold erkennen. Und dabei ist eigentlich eher so ein Goldbraunton. Macht, also bei blauen Augen sieht der, oder blau-grau wie meine, sonst sieht der wirklich richtig, richtig super aus. Dann habe ich hier einen braunen. Das ist die 18 Shock Chic. Der ist wirklich sehr dunkel auf den Augen. Sieht zwar hier etwas heller aus, hat hier so Gold mit drin, aber in Wirklichkeit sieht er wirklich eher wie hier in der Mitte aus, wo ich schon weggenommen habe. Der ist doch halt sehr dunkel, nämlich vorwiegend nur zum Ausschattieren und nicht wirklich für das gesamte Lid. Aber einmal habe ich es schon mal gemacht, um etwas düsteres Augen-Make-up zu kreieren. Ansonsten eher so zum Schattieren. Dann, der ist auch schon etwas älter hier. Aus der Serie wieder mal Metal Glam, da habe ich jetzt sehr viele davon. Die 03 Frosted Apple, obwohl es eigentlich eher ein rot, ein rosa Ton ist. Auch hier sieht ihr eher so wieder Gold, aber dabei ist es eher so ein Rosé-Goldton. So ein Altrosa würde ich eher schon sagen. Auch sehr schöner Lidschatten nutze ich relativ selten, nur wenn wir weggehen, sonst auf Arbeit leider nicht so dolle. Müsste ich mal wieder etwas an gewöhnen, mehr zu benutzen. Und dann habe ich hier noch die 15 Helly Goldie. Das ist ein sehr, sehr schöner Goldton, der aber auf dem Auge nicht so extrem rauskommt wie hier. Also er ist auf den Augen etwas dezent. Man kann es erkennen, dass es ein Goldlidschatten ist, aber auf den Augen doch wirklich sehr schön anzusehen. So, das waren meine Lidschatten. So, hier hinten sind wir ja jetzt fertig. Jetzt schwenken wir hier weiter rüber. Hier seht ihr meine Puppe. Habe ich euch schon etwas gezeigt. Hier hängt mein Hochzeitsschmuck dran. Ich habe so eine Kette getragen, so eine Handarbeitskette. Die habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gekauft mit passenden Ohrring und ein Armband dazu. Dann hängt... Oh, warte mal, ich muss das hochnehmen. So. Hier oben ein Ring, den ich mal zu einem Kostüm getragen habe. Und ein paar Ringe von Isabelle.
ein Armband, was ich momentan nicht trage, als Arbeit etwas ungünstig ist. Und meine alte Fossiluhr und meinen ganzen Anhängern dran. Und ich sehe gerade. Ach nee, sie läuft noch. Okay. Ich dachte, die Batterie ist schon wieder leer. Aber nein, sie läuft noch. So, schieben wir das wieder zurück. Dann gehen wir hier weiter rum. Hier haben wir ein Bild von Chino. Irgendwie kommt gerade das Licht nicht gerade so wunderschön raus. Fragt mich bitte gerade nicht, warum. Tja, ich weiß gerade nicht. Auf alle Fälle ist hier ein Bild von Chino. Nehme das Bild mal kurz beiseite. Sagt, hier sind ein paar meiner Tattoos drin, die ich so habe zum Aufkleben von diesem Metall. Dann meine Schminktasche 1 und 2, meine Kosmetiktaschen, die ich immer so verwende. Und etliche, ja, ein paar Bürsten, Haarreifen, so Kleinkram, den ich hier halt rumzustehen habe. Also wieder reinschmeißen. So, dann haben wir da hinten noch meine Kosmetiktücher, ein Spiegel, zwei Uhren, die beide auch schon stillstehen, nicht mehr so funktionieren. Und da waren wir aber mehr gedacht, aber okay, sind jetzt leer, benutze ich nicht mehr die Uhren. Ja, da habe ich ja schon gezeigt, was hier drüben alles steht, meine Bücher, meine Ohrringe. Und das war jetzt meine, ja, kleine, große, immer eher große Schminkesammlung und mein Schminktisch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!